super glücklich natürlich. Auch dass es natürlich halbe Stunde ist oder so, dass ich reinkommen kann, das war einfach super. Ne? Und super wichtig, dass wir einfach durchgekommen sind im Pokal. Das ist der erste Schritt, das ist das Wichtigste. Aber persönlich, ja, muss ich sagen, es ist einfach super, nach 8 Monaten fast noch wieder auf dem Platz zu stehen. Das freut mich sehr. Ja, ich glaube, ich hatte das kurz beim Warm-up da hinten, dass ich so gedacht habe, dass ich so lange auf diesen Moment gewartet habe. Und ja, wenn ich hier reingekommen war, die Fans so ein bisschen gejubelt haben und er hat einfach ganz aufgegeben. Ne? So, ja, du hoffst du auf und. Ja, ich hatte vor der Verletzung habe ich nicht gedacht, dass das so lange dauert sollen, aber ja, es ist trotzdem super, dass ich wieder zurück bin und dass ich wieder spielen kann. Genau, ne, ich glaube, ich bin seit einem Monat oder so jetzt im Training, so mit den Jungs und auch ja, mit Bauform oder so schon lang, aber mit Zweikämpfen und so seit 3 Wochen oder so, 4 Wochen jetzt. Aber ne, gefühlt ist gut, auch im Knie, auch zum Beispiel heute, die Rasen ist natürlich nicht. Ist super, um auf zu spielen, aber nee, trotzdem, jetzt ist das Gefühl auch super und ja, ich freue mich auf den Rest der Saison. Ich glaube, jetzt bin ich, ja, ich muss das Schritt für Schritt angucken. Ne? Ich glaube auch, für jetzt ist das super wichtig, um jetzt einfach mehr ja, gut zu regenerieren und ja, eigentlich von Spiel nach Spiel zu gucken, wie das geht. Und ich bin eigentlich schon super glücklich für die einfache Sache, um wieder Fußball zu spielen und ja, freue mich, dass ich wieder der Porto auf der Brust habe jetzt. Ja, absolut. Also von der ersten bis fast zur letzten Minute ein gutes Spiel unserer Jungs. Gehen verdient 3-0 in Führung, haben das Tempo hochgehalten, Spielkontrolle, Zweikampfverhalten. Die Jungs waren einfach bereit, haben leider ein bisschen nach dem Gegentor, war es ein bisschen unruhig, aber ohne richtig gefährlich zu werden. Und hinten raus dann nochmal das vierte gemacht und dann auch ja, souverän zu Ende gespielt. Ja, es ist, Henke ist ein Typ, der jeder Mannschaft gut tut und ja, der Energie reinbringt. Und ich freue mich für ihn, dass er nach der langen Leidenszeit wieder zurück ist. Und natürlich heute auf Kunstrasen, vielleicht nicht optimal, aber ja, da muss er durch und hat heute dann auch ein ordentliches Spiel gemacht und reingefunden. Vielleicht kann er uns schon in den nächsten Wochen auch helfen. Na, es ist noch so viel Zeit bis dahin, da kann so viel passieren. Wir haben jetzt mal den Pokal aus den Köpfen für dieses Jahr und können uns voll auf die Liga konzentrieren. Das ist das, was für uns zählt. Und alles andere können wir eh nicht beeinflussen. Interessiert uns auch jetzt im Moment gar nicht. Ich glaube, nach dem Spiel jetzt gegen Homburg hat das bei uns nochmal einen Hunger ausgelöst und eine Vorfreude. Einmal auf das Spiel heute. Ich glaube, das hat man gesehen. Und die Jungs wollen sich wieder so präsentieren, von der Einstellung her. Von den Dingen her, wie wir die Dinge anpacken, angehen, mit welcher Bereitschaft, Intensität wir ins Spiel gehen, Konzentration. Und das werden wir am Sonntag wieder zeigen.